Der Fragenkatalog ist sehr umfangreich. Er bezieht sich mit politische Fragen, er bezieht sich vor allen Dingen auch auf medizinische Fragen. Dafür bin ich zuständig. Ich möchte wissen, ist den Forensikpatienten eine Therapie vorenthalten worden? Denn bisher ist uns ja bekannt, dass der Herr S. lediglich eine Arbeitstherapie bekommen hat. Das kann keine vollständige Therapie für einen psychisch kranken Patienten sein. Andererseits bin ich auch davon direkt betroffen, dass ich eine Unterlassungserklärung von der Frau Staatsministerin aus der Staatskanzlei bekommen habe. In dem Fax heißt, ich fordere Sie auf, das und das zu unterlassen. Auch das ist politisch zu bewerten und ist zu hinterfragen, ob gegenüber einem frei gewählten Abgeordneten solche Einschüchterungsversuche oder solche Beeinflussungen überhaupt zulässig sind. Des Weiteren ist nach wie vor bei mir in Ansbach, in meiner Heimat, die Wut und die Empörung groß darüber, dass ein Dreifachmörder, der wie gesagt nicht therapiert ist, in Ansbach mehr oder weniger am Wochenende frei spazieren gehen konnte, dass er ohne Bewachung in Cafés sitzen durfte. Und es geht darum, ob diese Dinge nach wie vor in Bayern Praxis sind, ob das eingestellt worden ist und wie eben hier die Verantwortung damals, wer die Verantwortung damals zu übernehmen hat.